Vom ETH-Projekt Cloud Sourcing habe ich wahrscheinlich aus der NZZ gehört. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau daran, ist schon eine Weile her. Was mich an historischen Bildern vor allem interessiert, ist die Entwicklung, die man mitmacht, die man feststellen kann, wie sich die Dinge, ich meine, die meisten Bilder sind 100 Jahre alt oder weniger und man sieht, wie sehr sich die Welt verändert hat in nur 100 Jahren. Ich bin nicht unbedingt auf irgendetwas spezialisiert. Ich finde, dass viele historische Bilder sehr interessant sind. Das Bild, das für mich am interessantesten war, war dieses hier. Das gehört zum Mittelholzers Flug nach Mailand und zurück. Das Besondere an dem Bild war, es hat mir damals gezeigt, dass die Nummerierung im Archiv verkehrt rumlief. Bis zu diesem Bild habe ich immer gedacht, der Mann fliegt nach Süden, wenn er nach Norden flog, und er fliegt nach Norden, wenn er nach Süden fliegt. Was die Arbeit natürlich extrem erschwert hat. Du hast dann immer das Gefühl, das nächste Bild muss auf der anderen Seite sein. Du suchst südlich, wenn du nördlich suchen musst. An diesem Bild habe ich irgendeinen halben Tag gearbeitet, weil ich war sicher, dass das auf der Alpen-Nordseite liegen muss. Ist tatsächlich Alpen-Südseite, Ticino-Blenio-Tal. Hat mich Stunden gekostet, um den Fehler festzustellen. Nach diesem Bild war plötzlich alles sehr viel einfacher, sehr viel klarer. Im Moment identifiziere ich meistens Berge, zum großen Teil in den Alpen. Mein Hauptwerkzeug ist Google Earth, je nachdem, in welchem Land ich arbeite. Wenn das Bild sich in der Schweiz befindet, hat auch geo.admin.ch ein sehr gutes Angebot an Karten, die man anschauen kann, die man auch auf ungefähr 3D anschauen kann. Und was vor allem interessant ist, man kann dort Karten von 100 Jahren zurück anschauen. Was heißt, Details, die heute nicht mehr zu finden sind in den Karten, sind da noch sichtbar. Je nach Land, Frankreich hat ein ähnliches Angebot, sehr hilfreich, aber meistens und zum größten Teil arbeite ich mit Google Earth. Ja, der Zeitaufwand ist sehr unterschiedlich. Erstens mal, ich muss ja hin und wieder noch Brötchen verdienen und so. Man kann nicht immer, wenn man möchte. Aber so im Durchschnitt der, sagen wir, letzten 3 Monate oder so, habe ich pro Woche wahrscheinlich 2 Arbeitstage eingesetzt. Arbeitstag heißt so 8 bis 9 Stunden oder so. Meine Auswahl war zum Anfang von meinem Wohnort bestimmt, diesen TIS. Ich habe das ganze Wissen sie mir mal angeschaut und dann als Suchbegriff diesen TIS eingegeben. Dann habe ich mal alles abgearbeitet, was im Bereich diesen TIS zu finden war. Seither halte ich mich weitestgehend an das Blog, das das Bildarchiv veröffentlicht. Wenn da was Interessantes kommt, schaue ich mir die Bilder an und versuche, etwas beizutragen.